Ökologie und globale Gerechtigkeit lautet der Themenbereich dieses ersten Hearings des Zukunftsforums. Das allein wäre ein Programm für ein ganzes Leben und für die ganze Menschheit, aber wir wollen uns auf das konzentrieren, was wir tun können und tun wollen. Ökologie, das Wort stammt vom griechischen Wort Oikos, was Haus heißt, und Ökologie ist daher die Lehre vom Haushalt. Also Haushalten, das heißt auch Maß halten, das heißt sich Ressourcen einteilen und bedarfsgerecht verteilen. Und damit sind wir beim zweiten wichtigen Thema unseres heutigen Tages, der Gerechtigkeit. Bei Pflanzen, bei Tieren funktionieren diese Kreisläufe. Nur der Mensch mit seinem Forschergeist und seinem Erfindungsreichtum, aber auch mit seiner Hybris, glaubt offenbar, die Regeln des Haushaltens verdrängen zu können, das Maß halten, überlisten zu können. Wir Christen, wir Katholiken sind in unserer Lebenspraxis hier leider oft auch keine Ausnahme. Und doch gibt es viele unter uns, die sich für eine ökologisch und sozial nachhaltigen, für einen ökologisch und sozial nachhaltigen Lebensstil einsetzen und dafür auch Taten setzen. Und wir wollen das nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern wir wollen das auch, dass die Kirche, die Pfarren, die Orden, sonstige Institutionen als Institution sich diesen Zielen verpflichtet wissen. Wir haben einige Beispiele für ein gelingendes, nachhaltiges Engagement auf unserer Homepage des Zukunftsforums versammelt. Aber wie gesagt, es bleibt noch viel zu tun. Wir wissen sehr viel. Wir haben sehr, sehr viele tolle Studien, wie es anders gehen könnte. Nur die Umsetzung, der Wandel geht nicht nur aus meiner Sicht sehr, sehr langsam und er geht zu langsam. In der kirchlichen Kontext würde man sagen, die Alarmglocken. Sie schrillen, aber sie werden überhört. Und insofern möchte ich auf den Zusammenhang eingehen von Wissen und Handeln. Vielleicht haben Sie erwartet, vom Wissen zum Handeln. Aber das wird suggerieren, das ist so ein linearer Prozess. Wenn wir das Wissen haben, dann kommt das Nächste, das Handeln. Dann wäre es ja relativ einfach, weil dann müsste man halt nur schauen, dass alle Menschen genug informiert sind und dann wird es schon laufen. Ja. Leider ist es nicht so. Wenn man jetzt Franziskus als Symbol nimmt für unsere, ich würde sagen, Konsum- und Entertainment-durchdrängte Gesellschaft, weil Wohlstandsgesellschaft würde ich es nicht nennen, weil für mich Wohlstand mehr oder etwas anderes ist, dann ist aus meiner Überzeugung dieser grundlegende Wandel nötig und der erfordert mehr als das Drehen an ein paar Schrauben. Es ist paradox, wir müssen uns mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, nicht weil wir schlecht wirtschaften, sondern weil wir so gut wirtschaften, zumindest so effizient und so produktiv wirtschaften. Ein Zukunftsforscher, Kollege Rolf Greibich, hat es ausgerechnet, die Produktivität im letzten Jahrhundert ist im Schnitt um das 30-fache gestiegen. 3.000% Landwirtschaft, 3.500% Güterzeugung. Worüber wir uns alle freuen, die Lebenserwartung hat sich verdoppelt und die Mobilität hat sich verhundertfacht. Das hat uns viele Annehmlichkeiten gebracht, ist natürlich aber auch verbunden mit einem enormen Zugriff auf Ressourcen. Ein Beispiel: brauchte man noch 1970 etwa 80 Arbeitsstunden, um einen Kühlschrank zu produzieren, dann reicht heute eine Stunde. Insofern ist unsere Zivilisation eine Zivilisation der exponentiellen Wachstumskurven. Das kann man auf alle möglichen Dinge anwenden, nur eben nicht auf eins, Frau Bieber hat es ja angesprochen, auf Zeit. Ja. Zeit hat die konservative Art, dass der Tag nur 24 Stunden hat und das seitdem wir halt die Zeit in dieser Form berechnen. Und übrigens auch gleich für Arme und Reiche. Es gibt trotzdem Unterschiede, weil der Reiche kann sich indirekt Zeit kaufen. Ja. Schauen wir uns die Welt kurz an, 7 Milliarden
Menschen, 2 Milliarden haben westlichen Lebensstil. Was bedeutet es? Fleischzentrierte Ernährung, autofixierte Mobilität und geräteintensives Leben und Wirtschaften. Das sind die drei Dinge, die eigentlich das ausmachen, was ich vorhin erzählt habe, an Ressourcenintensität. 2 Milliarden Menschen leben in einfachen agrarischen Subsistenzbedingungen mit regionalen Märkten. Die machen der Welt kein Problem, denen machen eher die Probleme, die ihnen die Gründe wegnehmen. Die große Herausforderung sind jene 3 Milliarden, die leben jetzt großteils in den Städten des Ländern des Südens. Mittlerweile mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Städten, sind entwurzelt, leben. Nur ein kleiner Teil hat so Arbeitsverhältnisse, wie wir sie kennen, bringen sie irgendwie durch. Aber erstaunlich, es gibt Statistiken, relativ viele haben Fernseher und sehen, wie wir leben. Und die wollen natürlich auch so leben wie wir. Aber das verschärft die Ressourcenprobleme. Ich habe nur eine drastische Zahl. Der Vermögenszuwachs der 10 reichsten Familien in den USA entspricht der ganzen globalen Entwicklungshilfe. Im Grunde sind es dann Peanuts, wenn wir reden, wir müssten endlich das 0,7% Ziel erreichen. Ja? Die Auswege wären eine Kultur der Inklusion, dass man schaut, welche politischen, welche wirtschaftspolitischen Entscheidungen, welcher Gesellschaftskurs dient der Inklusion der Menschen und welcher dient eigentlich nur der Konkurrenz. Ich bin auch für Wettbewerb, aber sozusagen dieses Prinzip, wenn sich alle bildet euch besser, dann werdet ihr schon einen Job bekommen, das stimmt mit den Analysen nicht überein. Es gibt eher dann Verdrängungswettbewerbe. Kultur der Inklusion hieße zum Beispiel, ich bin ein Fan von neuen Arbeitszeitmodellen, Arbeit umverteilen. Sie haben das, glaube ich, auch in Ihrem Papier dann drinnen. Da gibt es tolle Modelle, wie man das flexibel gestalten kann. Kultur der Inklusion heißt natürlich auch, damit wir uns sozusagen den Wohlstand, die sozialstaatlichen Leistungen erhalten können, müssen diese Steuern von irgendwo herkommen. Das ist schon klar. Das geht eine Zeit, ging es über Ressourcensteuern, wären drei Dinge, CO2, Flächenverbrauch und ich würde nur sagen, eine Recycling-Vorsorgesteuer, das heißt im Grunde, dass Recycling und das Wiederverwerten von Rohstoffen lukrativer wird, muss der Rohstoff besteuert werden. Ja. Aber wenn wir das hingekriegt hätten, dann haben wir keine Steuereinnahmen mehr. Wir brauchen aber trotzdem so Steuereinnahmen und dann muss man eben denen, die durch unser Wirtschaftssystem begünstigt werden, weil sie mehr von der Produktion bekommen, müssen nicht dafür mehr zahlen. Ja. Wenn immer mehr Menschen sagen, ich habe wirklich genug oder vielleicht schon zu viel und tue nicht mehr mit, dann muss natürlich das politische und das wirtschaftliche System darauf reagieren. Und es kann da durchaus ohne Sozialromantik etwas Befreiendes haben, wenn man sozusagen genug hat und sagt, ich will nicht mehr mehr. Es hat in der Friedensbewegung den Spruch gegeben, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Wenn man sich jetzt vorstellen würde, stell dir vor, es gibt Werbung und keiner schaut hin. Sozusagen diese Einstellung, ich nehme das, was ich brauche und das bekomme ich, aber falle nicht mehr herein auf diese Werbeversprechen, dann wäre das sozusagen durchaus in Ergänzung zum politischen Fordern von Rahmenbedingungen, um dieses genügsamere im positiven Sinne Leben auch attraktiver zu machen, die Chance, um zu einem Wandel zu kommen. Leben und leben lassen war schwierig. Ich habe es erlebt in der 4 Jahre unselbstständigen Tätigkeit. Na, wer zuerst den anderen über den Tisch zahlt hat, der hat gewungen. Nicht leben und leben lassen, nein, Kommunikation auf Augenhöhe. Naja, der Mächtige fährt über den Kleinen drüber, das ist klar. Super, danke. Aber daraus kann man ja Lehren ziehen, damit kann man es ja selbst anders machen. Das war mein Ziel. Was du siehst, wirst du ernten, was du gibst, wirst du bekommen in Wertschätzung, in der Gleichgewicht und in der Freudevision. Und das war eigentlich mir wichtig. Ich wollte als Unternehmer frei sein, eine Freude haben und was Sinnvolles tun. Ich wollte Geschichten erzählen. Wo kommt's her, wo geht's hin? Und in jedem kleinen Bauernhof, in jeder Region gibt's diese Geschichten. Nur, wir haben verlernt, sie zu erzählen. Wir sind eigentlich nicht mehr stolz drauf. Nein, die Agrarindustrie fährt über uns drüber. Wir haben Angst. Angst, dass die Kapazitäten,
Die Fruchtbarkeit, die uns immer genährt hat, nicht mehr reicht. Wir brauchen mehr. Na, im Waldviertel ganz bestimmt nicht. Wir können den Boden nicht mehr aufblasen, wir haben nur einen Boden. Ich habe erkannt, in vielen Bauernhöfen leben ältere Menschen, die keiner mehr braucht, die keine Vision mehr haben, für den Traktor zu langsam, für den Boden und für den Acker zu krumm. Aber ob sie jetzt 50 Gramm Teebeutel, also Tee, in einen Beutel hineinpacken, ob sie es eine Zielen oder Schnee auffüllen, war mir wurscht, seit Anfang an. Das ist unsere Vision langfristig. Wir wollen alt werden, gesund bleiben und gebraucht werden. Frühpension hat es bei uns nie gegeben. Im Gegenteil, die Leute, die bei uns in Pension gehen, die kommen zurück und machen Betriebsführungen und haben mehr Gaudi damit. Manager, die damit zu uns kommen und eigentlich eine neue Vision in ihrem Arbeitsleben haben wollen, die sind erfolgreich geworden. Die haben gesagt, aus, die Konzerne kennen uns gern haben und sie werden es lachen. Der, also einer der Risikomanager von der Alpe Adria hat im vergangenen November in Klagenfurt ein Geschäft aufgesperrt und es läuft hervorragend. Also auch da gibt es neue Visionen, die durchaus in die Zukunft weisen. Ein eigenes Fremdenverkehrskonzept haben wir in Spröglitz kreiert, mit Kindern natürlich, mit einem eigenen Kräuterdorf. Und was haben wir damit? Die ganzen Familien haben wir im Haus. Auch für die älteren Menschen haben wir viel zu fühlen, zu sehen, zu spüren. Einen eigenen Kräuterwanderweg. Keiner hat daran geglaubt, dass irgendwann einmal Fremde zu uns in Spröglitz kommen. Ich sage es jetzt direkt, das ist der Arsch der Welt, aber das ist ein schöner Arsch. Deswegen bin ich auch dort. 50.000 Menschen kommen mittlerweile und besuchen uns und haben 15 Arbeitsplätze möglich gemacht. Ein eigenes Biogasthaus, weil das letzte Gasthaus bei uns im Dorf hat vor 20 Jahren zugesperrt. Wir haben uns in die eigene Entwicklung gebracht. Dort stand ein alter Stadel. Ich habe ein Gasthaus hingebaut. Und damit können wir Regionales genießen und begeistert hinausstrahlen. Wir müssen Leute zu uns holen, damit wir diese Werte langfristig spielen können. Ich habe einen eigenen Kindergarten gemacht mit der Dorfgemeinschaft, weil der Gemeinde, Bürgermeister hat gesagt, nein, Nachmittagsbetreuung brauchen wir nicht, bei uns sind die Großmütter noch zu Hause, die kümmern sich um die Kinder und kochen dann die Großmütter auch noch. Ja, aber in wie vielen Familien noch? Sie wissen selbst, das ist ein Auslaufmodell. Deswegen müssen wir in die Zukunft agieren. Wir sind überglücklich, dass wir das dürfen. Und all das haben wir geschafft mit Menschen, die keiner braucht. Gut, geht immer anders. Nur wenn wir die eingetretenen Pfade politisch, wie auch, ganz egal, ich will jetzt nicht politisieren, nicht verlassen, dann werden wir uns noch schön anschauen. Danke für die Zeit.